Endlich kann ich zocken, meine Damen und Herren. Ich bin so hyped. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mega getryhardet diese Woche. Und ich war die ganze Zeit so, ich will zocken, ich will zocken, ich will zocken, ich will zocken. Und jetzt darf ich. Was wir hier mitgenommen haben, ist eine Ari. Ich überlege, ob wir für Sorcerer mal gehen. Ich werde heute einiges testen, weil endlich habe ich auch mal Zeit dafür. Das heißt, wir werden unseren PvE-Aufbau ein bisschen verbessern. Wir werden versuchen, für Sorcerer zu gehen, wenn wir Ari früh auf 2 kriegen. Ich habe relativ viele Tipps von Maxim bekommen. Grüße an alle. Das Ganze, was ihr jetzt wahrscheinlich auf meinem Zweitkanal seht, ist übrigens live auf Twitch gestreamt. Das heißt, wenn ihr es auch mal sehen wollt, kommt doch vorbei. Ja, okay. Ich dachte, wenn ich mich so hinstelle, wäre es einfacher, dass die Ari mit der Ult beiden trifft. Aber ihr wisst ja, wie das ist. So, jetzt wurde mir gesagt, wenn ich das mache, dann sieht man, was das Item daraus wird. Und das stimmt auch tatsächlich. Klasse. Wurde nicht belogen. Das ist doch schon mal was. Ich denke, wir können für Kassadin auf jeden Fall gehen, weil er halt auch ein Mage ist. Ist allerdings ein Mage, der natürlich gar nicht davon profitiert. Nehmen wir noch Nobel mit? Oder das Ding ist aber, für mich sind diese leeren Kreaturen zu hard to play, weil du brauchst 3. Und der dritte ist dann wieder ein Assassin und eigentlich muss man dann für Assassins gehen. Deswegen scheißen wir mal drauf und holen uns das hier. Wir geben dir einfach den Speer. Scheiß drauf, Mann. Dann sollst du halt öfter ulten. Bin ich ready. Items werden wir deutlich seltener sinnlos drauf haben, weil ihr ansonsten einen Mental Boom bekommt, völlig berechtigt. Ein Giant's Bell, das ist sehr schön. Kann ich auch direkt nochmal gucken, was ich daraus kriege, ne? Giant's Bell. Einiges. Titanic Hydra wahrscheinlich mit das Attraktivste. Und natürlich auch Redemption. Ah, shit, ne? Manchmal wird das Spiel einen halt einfach hauen. In diesem Fall hätte ich wahrscheinlich dann doch den einen K6 mitnehmen sollen. Habe ich aber eine zweite Wave bekommen, also who cares, right? Demandarius 2, das ist völlig in Ordnung. Das Giant's Bad Ding. Ich könnte das den Kassadin geben, ne? Aber die Tier ist für Kassadin halt so egal. Weil es ja kein Mana kostet. Das heißt, wahrscheinlich gebe ich es ihm nicht. Also ansonsten würde ich gerne Redemption haben. Sonst habe ich den Chat auf mir. Ihr könnt gerne ein bisschen Backseat Gaming. Mushweed, vielen Dank für deinen Sub. Wurde es angezeigt? Müsste, oder? 46 Monate. Noch 19 Stunden Q-Time. Ouch. Ouch, ouch, ouch. Dead hurts a lot. Komm, Item drop! Oh, ich dachte, wenn man es anschaltet, wird es besser. Ich hätte ja auch 2 Bestien haben können, ne? Schläger? Not sure. Double Yordle. Oh, Lulu ist auch ein Mage. Engagen wir drauf, würde ich sagen. Verkaufen wir die und die? Komm, wir machen das. Wir ziehen mal hart durch. Und gehen mal früher auf 4. Ja, jetzt habe ich natürlich so ein bisschen das Problem, dass alles Frontline ist. Aber Ari ist sich der einzige. What the fuck was that? Er ist der wichtige Frontliner. Wie stark ist Lulu? Lulu wurde gebugfixt, oder? Oder ist der Bug immer noch da? Also, sie haben halt geschrieben, sie wissen, dass es ein Bug ist. Das wäre natürlich gigabad, wenn es jetzt noch nicht gepatcht ist. Gigantimus! Ja, Gigantimus kam nicht, right? Hat jemand Gigantimus gesehen? Okay, irgendwie sind die Soundeinstellungen hier mega weird, oder? Kommt mir das nur so vor. Also ich habe keine Kampfgeräusche, aber dafür die deutschen Sprachdinger. Soundbuggt auch einfach seit gestern. Okay. Ja, shit happens, right, ne? Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil wir hätten jetzt nettes Yordle-Möglichkeiten, aber dann können wir Lulu nicht spielen. Ja, shit happens, ne? Ja, das ist natürlich super ärgerlich, weil dafür haben wir ein bisschen was aufgegeben, leider. Vor allem den K6 und die Vayne. Oh, man. Das tut auf jeden Fall ordentlich weh, ne? Das war jetzt eigentlich nicht unbedingt das Ziel. Alter, ich habe ja quasi jetzt Maxims Dashboard. Also, ich streame quasi so, wie er streamt. Und ich verstehe nicht, wie er das macht. Er hat das so auf 7 Bildschirme verteilt. So, wollen wir mal gucken. Ja, wahrscheinlich werden wir gucken, ob wir den K6 nicht doch noch kriegen und dann vielleicht doch für leeren Kreaturen gehen. Rek'Sai könnten wir dann auch endlich unseren Giants-Bett geben. Das wird ziemlich worth.
Ich glaube, es ist immer noch bad, dass ich die Items so, so spät verteile, aber ich brauche da immer noch so ein bisschen für. Wir wollen über 10 bleiben, aber wir nehmen trotzdem mal David Fiora mit. Fiora ist allerdings ziemlich terrible, ne? Das muss man auch sagen. Ja, aber wir sind zumindest auf 10 Gold. Nächste Runde werden wir leveln. Das wird auf jeden Fall happig. Happig, happig. Der Login-Error scheint behoben, ja. Zumindest wurde das geschrieben. Warum auf Deutsch? Vergessen zu ändern? Nee, tatsächlich. Also, ich habe mich noch nicht so intensiv mit dem Game auseinandergesetzt. Ich bin quasi auf Deutsch unterwegs, um eben auf Nummer sicher zu gehen, dass mir hier nichts an mir vorbeigeht. Carry the Monster Strong, ne? Der steht einfach vorne und sagt, Alter, ich habe einen Noble Buff, mir ist alles egal, was sie macht. Okay, außer Ari. Ari-Damage ist ihm nicht egal. Ja, der Sound ist bugged, Leute. Ich würde es gerne ändern, aber I can't. Interessante Itemverteilung. Wir verlieren die Runde auf jeden Fall. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich hätte gerne den Winning Streak mitgenommen, aber man kriegt nichts geschenkt im Leben, ne? Aber dadurch haben wir unsere Position fürs Karussell minimal verbessert. Wofür wollen wir gehen? Tja, Lulu wäre geil, aber Lulu ist bugged. Ah, dammit, ey. Aber genau dafür ist der PBE ja irgendwo auch da, ne? Um sowas zu realisieren. Ich habe keine Ahnung, wofür ich gehen will. Vielleicht den Shen. Vielleicht nicht den Shen? Dann nehmen wir die Tier. Dann nehmen wir die Tier und dann haben wir Redemption. Ich nehme trotzdem Garen mit, weil ich glaube, wir haben schon zwei Garens, ne? Die Begriffe in Englisch sind deutlich cooler. Ja, klar. Das ist ja immer so. Gib mir mal eine Woche. Maxim verteilt die Items erst, war ein guter Carrot. Ja, Maxim hat aber ja natürlich auch keine Ahnung von Dota und Auto-Chess gehabt. Da ist ja auch so, dass du die Items spät verteilst, aber du gibst den Units, die du eh vorhast, zu verkaufen. That's the point. Und, wir haben gar keinen Garen. Even better. Dann haben wir jetzt nämlich das, was wir wollten. Fürchte die Leere. Ich muss sagen, kein Level-Up-Geräusch zu hören, verunsichert doch recht stark. Die Ari müssen wir auch mitnehmen. Fliegt die Fiora wieder raus? Ist ja kein Problem, wir bleiben über 10 Gold. Ja, Redemption, ziemlich strong natürlich. Wir haben jetzt auch unsere leeren Kreaturen. Das heißt, wir machen da nochmal ein bisschen mehr Damage. Ist jetzt nicht mega sick, weil die auch alle eins sind. Während mein Gegenüber mit K6-2 und generell Assassins hier natürlich Spaß haben wird. Rexa hat jetzt nicht aktiv Lust gehabt zu sterben, was recht wichtig für die Kampf wäre. Der K6 war stuck. Hinter eigenen Units. Das ist sehr gut für uns. Dadurch sollten wir die Runde auf jeden Fall holen. Wir gehen für Tristana 3. Yordle habe ich noch nicht gespielt. Revolver hat, ja. I mean, why not? Wir können das später auch noch versuchen zu forcen. Was haben wir? Nächste Mage. Ich werde Ihnen zeigen, wie es ist zu fallen. Aber es macht keinen Sinn, was zu ändern gerade. Oh, zwei Morganas, das ist sehr angenehm. Also gerade kommen wir noch nicht auf die... Also wir könnten auf die Mage-Kombo gehen, wenn wir die Tristana rausnehmen. Aber die Tristana ist fast unsere einzige Tier-2-Unit. Tricky, right? Wir lassen das mal so. Aber was würdet ihr vorschlagen? Würdet ihr sagen... der Modus kommt für alle raus, übrigens nächsten Dienstag. Ich weiß nicht genau, wann das hier auf den Zeitkanal kommt, aber... Dienstag oder Mittwoch? Ich glaube Mittwoch, ne? Ich meine, ein bisschen mehr AP wäre halt schon nett, gerade für die Ari, die jetzt hier einen Mental Breakdown hat und einfach die Rexa gechased hat oder was. Rexa stirbt zu spät, wir müssen Rexa anders aufstellen. Das ist actually terrible, was wir hier machen. Das reicht so nicht, um sich hier durchzusetzen. Wo habe ich den hingestellt gehabt, die Rexa? Scheinbar nicht gut, ne? Okay, ich habe gelernt, man isoliert erst den hier. Hat Tristana Range für 3 Felder? Ansonsten K6 wird eh springen, oder? Okay, ist das right? Müsste, oder? Müsste doch. So müsste das doch funktionieren. Oder irre ich mich jetzt? K6 müsste doch... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Rexa hat auch die Akku, das ist sehr gut. Danach K6, aber ist nicht so schlimm. Wir wollen halt das Redemption recht früh. Das Problem ist, ich habe es dem Falschen gegeben, weil... Dem Typ ist das scheißegal. Weil er kriegt einfach genug Mana und ultet dann raus. Und deswegen stirbt er so spät.
Dass das nicht angezeigt wird, ist natürlich schade. So oder so wird das auf jeden Fall auf die Tristana gehen. Wahrscheinlich wollen wir Richtung Rapid Fire Cannon unterwegs sein. Was sehen wir? Sehen wir überhaupt? Zack. Aurelion Buff hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Ich stelle mal hier hinten hin. Ich glaube, der soll mit dem Game an sich wenig zu tun haben. Ja, sekundär wollen wir... verkaufen wir den Shen wieder? I mean... Revolverhand gibt es halt so wenig gute, ne? Ich meine, man kann Welter schaffen, aber... Und Jordan ist halt schon hardfucked dadurch. Ah, kommt zumindest Redemption mal vernünftig durch. Allerdings waren alle Units tot oder gar nicht tot. Die Dodge Zone nimmt das auch ganz gut ran. Es tut weh, tut weh, tut weh. Wir verkaufen einen Shen, um das Gold zu haben. Ich behalte trotzdem ein, weil es egal ist, ob ich auf 20 oder 22 bin. Wir könnten... Ja... Okay, das sollte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Hilfe verschaffen. Du bist Schläger, ne? Blitzkrieg wurde ja auch gebufft. Aber ich glaube, wenn, dann würde ich jetzt ein... Ja. Was wird daraus? Lol. Aber ich glaube nicht, dass ich das will. Komm, gehen wir dir einfach mal im R. Ja, wir nehmen den Blitzkrieg mal mit. Ich hatte überlegt, ob wir jetzt vielleicht doch noch auf 30 kommen, wenn wir beide Tristanas und den Shen verkaufen. Weil ich glaube nicht, dass unsere spätere Combo irgendwo die Tristana sinnvoll integrieren kann. Ich sagen, ohne Sound ist ein bisschen lame, ne? Aber weißt du was? Wir machen das. Wir gehen ein bisschen mehr ekolastig. Letztes Mal haben wir das nämlich ein bisschen verhauen. Mit Poppy hätten wir noch einen Yordle. Dann könnten wir doch für Tristana gehen, aber dagegen haben wir uns ja gerade entschieden. Spannend. Ja, der ist aktuell einfach nur useless. Kha'Zix ist ein bisschen besser, aber das Ding ist, Schläger-Passive wäre natürlich gar nicht bad. Oder wir nehmen den Kassadin raus, aber ich meine, der ist 1. Komm, scheiß drauf. Raus mit dir. Du rein, dann ultest du auch früher und du stirbst auch, deutlich mehr reliable. Oh, okay, das war close. Ich habe überhaupt nicht aufgepasst gehabt. Der itemmäßig ist ja ganz gut dabei. Und Assassins sind natürlich für meine Ahri jetzt nicht die besten Freunde. Jetzt hat Cho'Gath leider auch seine Ult nicht durchbekommen. Das sieht nach einem harten Stomp aus. Das tat ordentlich weh. Aber nicht schlecht, weil Karussell Incoming funktioniert. Wir haben immer noch nicht Ahri 2, das heißt, uns fehlt es aktuell einfach auch ein bisschen an Damage. Die Tristana kann uns da auch nicht allzu weiter helfen. Damage-mäßig kommen wir über die Mages, ne? Hoffen wir mal, dass das funktionieren wird. Nur einfach ein Pike mit, because why not? Vielleicht kriegen wir ja 2. Was nehmen wir? Draven, oh mein Gott, Draven. Draven mit dem Item. Mein Shirt, Draven got nerfed, but oh man. Ich hätte mir ja zumindest einen Backup-Plan überlegen sollen. Ich denke mal, du bist ein Mage, oder? Bitte sei ein Mage. Sei ein Mage. Ist kein Mage, ist ein Ninja. Was ist er noch? Ist kein Mage? Right, please. Warum ist Ken kein Mage? Kann ich den droppen? Ey, setz dich wieder aus. Komm, such dir andere Freunde. Bro, bitte. Mann, kacke. Elementarmagier, my ass. Und als Item habe ich eine scheiß Rüstung. Ach, das war terrible. So eine gute Ausgangslage für das Karussell und so scheiße. Na gut, komm. Hey, du kannst hier gar nichts für mich. Nehmen wir raus. Entwaffnen. Spannend. I take it. Ja, wir haben immer noch Ahri 2. Wir müssen wahrscheinlich jetzt für ein Level up gehen eigentlich. Ah, wir gehen für das Level up. Okay, das sieht stark nach 6 Assassins aus. Was wiederum stark nach Schmerzen aussieht. Aber die springen nicht in die Backline. Schon mal sehr gut. Oh, sieh mal einer an.
Da kam auf jeden Fall ein bisschen was von den Damage rüber, den wir gerne sehen würden. Chokert hat da auch was gemacht. Ich glaube, wir hatten allerdings vorher eine Losing Streak im Laufen. Das heißt, nicht ganz optimal. Nehmen wir zweimal Varus mit, einfach because we can. Gehen wieder auf 40 hoch. Großer Fan natürlich von Draven. Draven statt Tristana 1. Yes, right. Einmal Draven, immer Draven. Ihr habt gesagt, Elementarmagier ist aktuell einer der stärksten Kombos. Ich meine, ja, maybe we go for it. Das heißt Draven. I'm sorry. Ich werde adaptieren. Und da haben wir zumindest noch mal ein bisschen DPS drin. Ah, there we go. Jetzt kommt gleich nochmal Redemption. Das könnte uns hier retten. Ja, sehr gut. Sollte ein Win sein. Ja, sehr gut. Großer Fan. Funktioniert ganz angenehm. Ich finde Volibear eigentlich auch sehr interessant. Ich hätte, weißt du was? Das hat nicht mehr funktioniert. So, wir sind auf 50, das ist schon mal gut. Die springen irgendwo rein, Kasuix ist egal, damage-mäßig sollte das reichen. Dass wir immer noch eine Ari 2 haben, ist halt eine Tragödie, aber wir fangen gleich an zu rollen. Ich will generell quasi item-mäßig, echo-mäßig mich ein bisschen verbessern und wieder ein bisschen mehr greeden. Weil ich glaube, also so habe ich ja auch im Auto-Chess Pub gestompt. Also ich habe Auto-Chess quasi nur Pub gespielt, aber dann mega viel. Und auch sehr, sehr erfolgreich. Aber ich habe quasi nie gegen richtig gute Gegner gespielt. Wir cornern wieder. Ich werde PvE-Rum ein bisschen angucken, aber ich denke, cornern ist immer noch the way to go. Ja, sehr schön. Was kriegst du daraus? Ich meine, eine Chance für kritische Treffer ist nice, aber ich glaube, wir warten damit. Okay, jetzt können wir endlich ein bisschen rollen. Ich nehme den Voli mal mit, weil ich Volibear einfach ein klasse Typ finde. Einmal noch. Wenn dein Leben schwer ist, sprich mit Braum. Alter. Wenn dein Leben schwer ist, sprich mit Braum. Wir gehen für Bewahrer hinten raus. I guess. Zeit zum Angriff. Okay. Auf den Stab, der macht einen Rageblade draus. Ja, Rageblade ist natürlich generell ein krasses Item. Oh mein Gott, Alter, wie tanky einfach dieser Warwick ist. Aber mein Frontline ist auch recht tanky und dann kommt Redemption rein. Und mit Redemption hat meine Backline tatsächlich eine Chance zu überleben. Faktisch haben sie es allerdings trotzdem nicht getan. So viel TFT habe ich noch nicht gespielt. Ich kann noch nicht wirklich dazu. Ich habe 5-6 Runden, würde ich sagen. Habe auch wenig gesehen bis jetzt. Ich habe allerdings eine 6,5 Minuten Sprachnachricht von Maxim bekommen. There we fucking go. Hat sich gut Zeit gelassen. So, ihr wollt Ken sehen, ne? Spielen nächstes Backline-Ding hier. Ich meine, damit hätten wir mit Morgana und Ken hätten wir in richtigen League of Legends echt einen guten Peel. Draven alleine, Stufe 1. Ich liebe Draven von ganzem Herzen, ne? Aber ich glaube tatsächlich, dass es so besser ist. Wir können halt langfristig überlegen, ob wir von den leeren Kreaturen wieder weggehen. Um da vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen. Ist der auf 7? Ah, der ist auf 7. Sagt Gott sei Dank, das Item, was alles verändert. Aber dem war nicht so. Ken Ultimate kommt noch. Redemption Proc kommt auch noch. Weiß trotzdem nicht, ob es reicht. Ari rackt natürlich jetzt ordentlich. Ja, der Redemption Proc ist halt insane. Rackt schön Mana, wie wir es wollen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. War allerdings auch einer der letztplatzierten. War wahrscheinlich auch All-In. Guess. Wir rollen weiter auf 40 runter. Sollen wir? Ich werde die nicht mehr auf 3 bringen. Oh shit. Ich hätte die Lissandra nehmen müssen, ne? Not that smart. Okay, was ist mein Plan gerade? Das wirkt alles sehr random. Volibear und Braum zu spielen ist in der Theorie nice, aber in der Praxis wird das einfach nicht mehr passieren.
Weil wenn ich den Braum spiele, spiele ich mit Leona für Bewahrer, um frontline-mäßig die leeren Kreaturen abzulösen. Vielleicht spiele ich das so oder so, da. Die Ken-Ultimate ist sexy, ne? Der Aufbau gefällt mir gut. Und wenn, will ich ja auch noch für 6er gehen, weil 6 einfach harter Sprung ist. Blue Wolf bekommt man mit Elementarmagier aufs Feld. So viel kann ich spoilern. Anivia ist Eis und I guess Mage, right? Should be at least. Ich habe eine gute Chance, sie zu kriegen. Bitte sei Mage. Elementar. Haha, ich bin so treu. Okay, wir hätten auch für die Leona gehen können, das wäre auch interessant gewesen. Und der Aatrox gegen den Item wäre interessant gewesen. Cool, ja. Elementar. Nehmen wir noch drei Elementare mit, ne? Machen wir unsere kürzliche Frontline. Ich denke, wir werden den Voli, den Double Voli, den wir haben, verkaufen. Oder wir verkaufen halt Kassadin. Ja, ich denke, Kassadin sollte eher verkauft werden, wenn ich so darüber nachdenke. I guess this is the plan right now. Geben wir das den Ken? Geben wir das den Ken, right? Ich glaube, das ist der etwas bessere Aufbau gerade. Damit sollten wir eigentlich ganz gut klarkommen. Anivia macht keinen Damage, ne? Es ist eher Deko, I guess. What the fuck? Okay, die Runde verlieren wir. Wir können das BF nicht draußen halten. Wir brauchen das auf jeden Fall. Wir müssen leveln, ne? Ich habe ein bisschen unterlevelt hier gerade. One unit more. Wir rollen auf 30. Wir haben immer noch den Draven draußen sitzen. Den Volibear 2. I mean, this is actually not that bad. Wir gehen nicht mehr für 6. Ja, ja, Brand nehme ich, keine Sorge. I'm retarded, but not that retarded. Scheiß drauf, Anivia. Do it. Scheiß, werden das BF auf jeden Fall für Draven nehmen, sondern das war schon hart BM. Aber, it takes me right. Fucking go for it. Okay, okay. Alle machen ein bisschen mehr. Anivia ist halt ein Teamplayer, ne? Darf man nie vergessen. Ich glaube, wir müssen Ken dahin stellen. Achso, du kommst nochmal wieder und willst nochmal sterben. Kein Problem, mache ich gerne für dich. Lana-mäßig wirkt das stark. Mit Brand werden wir ja endlich bei den Elementarmagiern. Was ziemlich wichtig ist. Wir haben auch, weil wir Kassin verkauft haben, keine Zaubermeister mehr, was ziemlich hart dumm war. Okay. Wir gehen immer noch für Ari 3. Wir werden jetzt Eco-mäßig wieder raufgehen. Ich glaube, die Units sind auch scheißegal, ne? Wir töten die einfach alle. Ich glaube, wir müssen Ken da machen, wo er nie ist, damit Ken mehr Backline-Peel hat. Ich meine, wir haben jetzt 3 Eiswesen, was schon mal ein ganz netter CC ist. Ein 4. Eiswesen und wir brauchen auf jeden Fall noch einen Zaubermeister. Also das hier ist Hard-Troll, ne? Also irgendwas davon sollte man schon erfüllen in seinem Leben. Was wir machen könnten, wäre Anivia raus und Brand rein. Ich denke, das wäre sogar besser, weil wir haben dann Double Demon, 3er Zaubermeister. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich fucking strong. Achso, Anivia gibt jetzt aber den Buff nicht mehr Ari, ne? Da müssen wir gleich nochmal gucken, ob wir das ein bisschen abpassen können. CC den. Sehr gut. Ja, 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 das machen wir. Sieht stark aus. Hatte ich nicht mal ein Attack-Speed-Ding? Du hast es. Ja, das wird lecker. Oh ja. Oh ja, ich sehe Win-Conditions in rauen Mengen. Rollen wieder auf 40. Now we are in another problem. I mean, das ist wahrscheinlich das beste Lineup.
Nee, warte mal. Ha! Jetzt habe ich Brand reingetan, aber die anderen Elementarmagier raus. Manchmal bin ich einfach ein fucking Troll, ne? Es ist ja insane. Okay, das ist super stupid. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall gleich gucken, dass wir das anpassen. Ah, Draven ist halt immer noch Draven, ne? Doesn't give a fuck. Er hat so viel Range, dass er außerhalb des Redemption steht. Das ist gerade mein aktivstes Problem. Okay, okay. Think about it. Wir haben aktuell nur 2 Zaubermeister drin. Das bist du und das bist du. Wir haben 2 Demons drin. Das ist ganz nice. Erleuchten. Oh, holy shit, mein Gehirn explodiert einfach. Du bist ein Zaubermeister, du bist ein Zaubermeister, du bist ein Zaubermeister, du bist kein Zaubermeister, du bist ein Zaubermeister. Okay, und ihr seid Elementals, aber Elementals sind leider gerade scheißegal. Ich glaube nicht, dass wir hier noch für Elementals gehen werden. Auridon ist relativ strong. Ich weiß, ihr kriegt einen Mental Breakdown, wenn ihr das gerade seht, aber damit müsst ihr leben. Ich meine, dadurch haben wir Zaubermeister, Eiswesen. Ist halt die Frage, ob Elemente stärker ist als Zaubermeister da in dem Moment. Aber die sind halt alle eins. Aber es sind halt potenziell starke Units. Erleuchten. Okay, ich. Ne? Na, also ich meine, wenn es Anivia 3 wäre, dann wäre das Leben ja krass. Ich hätte wahrscheinlich Shyvana mitnehmen sollen für Drachen, ne? Aber ich glaube, hier geht auch niemand Mages gerade. Double Eiswesen. Eine leeren Kreatur, aber Cho ist einfach an sich strong. Zaubermeister. Geh auf Elemente. Ja, Elemente scheint euch allen sehr zu gefallen, ne? Kriegen wir auf jeden Fall auch noch hin. Irgendwann. Okay, die Mogenna hat noch geultet, das ist sehr gut. Mogenna ulten ist eines unserer wichtigsten Dinger hier gerade. AOE-Damage ist da. Der Ken 2, der fehlt uns ein bisschen. Aurelion ist allerdings auch strong. Das ist actually nicht so bad gerade. Wenn hier jetzt noch eine Anivia ist, dann wird es halt insane. Den Aurelion, den brauchen wir nicht, den haben wir schon durchgespielt. Swain wegen Imperial mitnehmen, I guess. It's probably the best we can do right now. Oder Shyvana, weil sie Drache ist. Ah, it's actually Swain. Fuck this. Nehmen wir noch Imperial mit. Oh mein Gott, das ist einfach so viel. Shyvana für Drache und Funbender wäre natürlich auch interessant gewesen. Aber ich glaube, Imperial. Alter, wir werden am Ende einfach alles haben und mein Brain ist einfach nur mehr explodieren. Okay, das kriege ich jetzt menschlich einfach nicht hin. Ahri 3. Du, mein Freund, willst rein. Aber ich kann niemanden rausnehmen, ohne mir selber in den Hoden zu beißen. Das heißt, wir leveln gleich. Wir leveln gleich. Ich habe so viele Optionen. Also ich meine, mit Ahri 3 und Aurelion 2 geht man doch wohl für 3 Zaubermeister. Das heißt, Morgana kann ich nicht rausnehmen. Volibear und Braum sind meine Frontline, die ich... Puh, okay, guten Tag, Damage ist im Haus. Die ich auf jeden Fall am Start haben will gerade. Jogart weiß nicht, wie man Qs auf dem GA-Time. Bist du eigentlich Bronze oder was? Das heißt, ich könnte Anivia reintun für Volibear. Müsste dann allerdings ja auch committen. Which I won't. Das heißt, it's fucking time to get deleted. I'm sorry for this, but we fucking need it. Okay. Ist vielleicht nicht das Cleanste, was man in der Szene machen kann. Aber ich glaube, es ist actually more than fine. Aber ich habe Volibear das entwaffnende Ding gegeben, weil ich glaube, dass es stärker ist, auf den Frontliner zu haben. Ich weiß, dass Elemental strong ist und so, ne? Und ich weiß, dass viele von euch lieber das gesehen hätten.
Aber ich glaube nicht, dass es hier im Late funktioniert hätte. Ich glaube, hiermit fahren wir deutlich besser. Okay, beruhig dich. Bitte. Ich weiß leider nicht genau, wie man gegen den aufstellt, aber ich denke mal, das wird so oder so fein sein. Ne? Sollte eigentlich genug Damage haben. Macht ihn schon einen Schritt nach vorne, damit er safe Akku zieht. Macht der AOE? Wahrscheinlich, Drakes sind irgendwie immer dafür bekannt, AOE zu machen, ne? Jetzt splitten wir das mal ein bisschen. Dota Auto-Chess hat man so aufgestellt, dass man alle ein bisschen was wegmacht. Leona für Cho ist tatsächlich, wäre es noch nice. Allerdings habe ich jetzt den Attack-Speed-Buff nicht, weil ich ein bisschen Idiot bin. Aber ich CC den halt einfach durch, ne? Ich muss sagen, der Sound ist so weird, dadurch, dass das bugged ist. Man kriegt nicht immer safe ein Item dafür. Uff. That's a big bummer. Ich weiß, normalerweise würde man den Draven nicht da hinstellen, aber ich würde gerne mehr Leuten den Attack Speed Buff geben. Draven 3, dazu wird es nicht mehr kommen. Ich weiß nicht, ob das worth ist, weil Draven hat so viel Attack Range, dass wenn er ganz hinten steht, niemals Akku ziehen wird. Und jetzt zieht er früher Akku, wie ihr sehen könnt. Ja, ich glaube, es ist nicht worth. Ich glaube, wir müssen ihn nach hinten stellen. Die Runde können wir im Worst Case einfach verlieren. Einfach nur, weil es ein bisschen unlucky läuft. Machen wir es so. Ich glaube wirklich, für irgendeine Unit hier für 3 zu gehen, ist so unwahrscheinlich, dass es klappt, aber. Einfach noch einen Drache mitnehmen? Was spielen die denn, die beiden Lümmel hier? Assassins und irgendwas anderes. Ja, ich glaube, da brauchen wir keinen Magic Resist. Beziehungsweise 100% Magic Resist. Okay, Ari und Draven werden wir auch noch tauschen. Der Chur stirbt zu spät, dadurch kriegen wir das Redemption nicht. That's a big problem. Weil das Assassins sind. Ich spring hinten rein. Can we fix this? Not sure. Kann ich einfach... Ach, weißt du was, wir probieren das jetzt einfach, ob das geht. Das geht nicht. Ich hätte vielleicht vorher nachzählen sollen. Ne? Das wäre jetzt nicht so kompliziert gewesen. Hätten wir eine Runde später all-in. Zwei sogar. Ist immer noch fein. Joe stirbt zu spät. Jetzt mache ich mal die Flanke auf. Ich hätte wenigstens nachrechnen sollen. Das war jetzt schon giga-int. Aber es ist immer noch fein. Wir gehen auf 9. Und schnappen uns gleich im Karussell was Sickes. Karus hat auf jeden Fall Spaß. Aber das gewinnen wir. Ja. Also Mainko besiegen wir, der hier macht uns. Aktuell. Aber it's payback time soon. Boah, einfach noch eine Sejo rein. Hätte nicht Sage nehmen sollen. I don't know, actually. Ich glaube, ich nehme einfach das Attack-Speed-Ding für Draven. Es gibt eine Zeitbegrenzung. Aber ist okay, das hilft uns genauso sehr. Fast genauso sehr. Spielen wir die oder spielen wir die? Spielen wir Bewahrer einfach nur für Extra-Rüstung oder spielen wir Kay? Spielen wir Bewahrer. Einfach nur, weil die Unit so oder so auf 1 Uses sein wird. Die drei. Backline Leona. Wer kennt sie nicht? Okay.
It's winnable, right? It should be winnable. Ah, wir sind einfach zu viele. Wir haben uns einfach vermehrt. Wir sind einfach wie Karnickel aus dem Boden geschossen. Die Bit! Sorry, Wortwahl. Da war was. Erleuchten. Ja, ja. Erleuchten, erleuchten. Zu mir. Wir roll greeden. Für die Leona. Should be a win. Warte, wie viele Felder decken wir jetzt gerade damit ab? Die beiden sind doppelt. Dadurch hat Draven nichts. Okay, es ist eine weirde Aufstellung, aber bewahre für alle. Frontline, Backline, alles das gleiche bei mir. Auf geht's, Leute. CCC, sie. Tötet sie. Nehmt ihnen das Leben. Ah, Eve Ult, Tap W, Redemption Proc. Could turn it around. Raum, tank, mein Junge, tank da vorne, weiter geht's! Noch eine Kartus Ultimate, was hast du für Cooldowns, mein Junge? Ravenous Hunter dabei oder was? Haben wir. Was bist du denn? Entschuldigung? Was macht der Fettsack da auf meiner Lane? Wenigstens, damit ich den Aurelion nicht komplett trolle, ne? Der macht schon relativ viel Damage hier. Okay, die drei, die wunderbar. I mean, it's fucking possible to win this. Lock für Katus. Drei Zaubermeister, war. Ja, actually smart, ne? Können wir den statt Morgana vielleicht spielen? Ah, der Harriet hat ja richtig Bock. Wo ist dein Auge, Bruder? Hat er zu Hause gelassen. Aber er ist einfach im Stunlock. Wie geht's dir denn, Mainko, hä? Huh? Okay, doch. Wieder kein Item. Ist das Spiel irgendwie ein bisschen sauer auf mich? Aus irgendwelchen Gründen? Morgana 2 oder Katus? Oh. What is this? Wo kommst du denn her? Achso. Da habe ich mich gar nicht beschwert. Ja, aber dann stirbt er halt noch später. Der muss schon sterben. Das ist schon Teil der Abmachung. Leona länger oder Braum länger? Braum länger, oder? Aber der reflektet er den Damage davor oder danach? I don't know it! Fucking hell! Er hat Leona gegeben, weil ich nicht weiß, ob Braum, wenn er die Damage reduziert, ob der reflektet wird oder nicht. Der hat auch Bewahre auf Bein, ja. Ist okay-ish. Ah, Chogart Ultimate, müssen wir drüber reden. Ja, okay, ist fein. Keiner auf Draven, jetzt einer auf Draven. Aber das Ding holen wir nach Hause! Erstes Game im Stream. Erster Easy Win. Ah, wunderschön. Viele Leute auf dem zweiten Kanal. Morgen kommt die nächste Folge. Ne, ihr wisst, wie es läuft. Jeden Tag eine. Aktuell gibt es auch noch King of Spanner. Also guckt euch alles an. Zwei Tage, zwei Videos pro Tag. Easy peasy.